Hallo Freunde! Überall um uns herum existieren Geheimnisse und die gesamte Welt ist voller Wunder. Eines davon ist das mysteriöse Loch, das sich scheinbar im Lake Berryessa öffnete. Wie aus dem Nichts tauchte es offenbar im letzten Jahr auf. Niemand war sich sicher, was es war, woher es kam und wohin das Wasser verschwand. Dann nutzte Evan Kilkes eine Drohne, um dieses seltsame Loch zu untersuchen. Und was er herausbekam, ist wirklich beeindruckend. Kilkes, der auf YouTube als Evan K. bekannt ist, ist ein junger Mann, der stets auf der Suche nach neuen Abenteuern ist. Er arbeitet für den Boot- und Jetski-Verleih am Lake Berryessa, doch seine wahre Berufung waren seine geliebten Drohnen. Und in seiner Freizeit erforschte er den See mit seiner Drohne. Eines Tages, während er seine Drohne flog, bemerkte er etwas Merkwürdiges. Kilkes sah etwas, das wie ein riesiges Loch aussah, das sich im Lake Berryessa gebildet hatte. Aus der Distanz konnte man es nicht wirklich als tiefes Loch deuten. Es sah auf seiner Drohnenkamera eher aus wie eine kleine Vertiefung im Wasser. Doch vom Nahen gesehen war es scheinbar ein nie endendes Loch. Es war vorher keinem aufgefallen und es schien so, als wäre dieser Zustand wie aus dem Nichts entstanden. Als er versuchte, noch näher heranzufliegen, traten unvorhergesehene Komplikationen auf. Evans Drohnen-Videoübertragung begann zu flackern. Dennoch schaffte er es, die Drohne sicher zurückzusteuern und zu landen. Der Akku war bereits niedrig und Kilkes wollte offensichtlich nicht seine Drohne im Loch verlieren. Nachdem er die Drohne sicher landete, wollte er sich sofort die Aufnahme ansehen. Er wusste, er hat etwas Erstaunliches entdeckt, aber er wusste immer noch nicht, was in der Tiefe lauerte. Kilkes wollte das Loch unbedingt weiter erkunden, aber er hatte keine Ahnung, wie er es bewerkstelligen sollte, dass seine Drohne dabei sicher wäre. Wie konnte er also sehen, was in diesem massiven Loch war, das er gerade entdeckt hatte? Seine Drohne würde einen solchen Flug höchstwahrscheinlich nicht überstehen und er selbst würde natürlich nicht riskieren, in der Nähe tauchen zu gehen. Nachdem er ein wenig über die Dinge nachgedacht hatte, tüftelte er einen Plan aus, wie er Videomaterial vom Inneren der Lochanomalie bekommen könnte. Kilkes flog die Drohne erneut auf das riesige Loch zu, um herauszufinden, was für einen Umfang es tatsächlich hatte und ob noch irgendetwas Außergewöhnliches zu sehen war. Ohne den Ursprung des Loches zu kennen, war er auf das massive Unterfangen seiner Mission nicht wirklich vorbereitet. Im vergangenen Jahrzehnt litt ganz Kalifornien an einer intensiven Dürreperiode. Dies hatte ein destabilisiertes Ökosystem in der Region zur Folge, einschließlich Lake Berryessa, dessen Wasserlevel sich signifikant verringert hatte. Es schien sogar so, als würde der gesamte See langsam austrocknen. Was einst ein sprudelndes Wasserbett war, schien später wie eine deprimierende und trockene Einöde. Die Einheimischen haben schon nicht mehr daran geglaubt, dass das Gebiet noch einmal aufleben würde. Doch als es endlich wieder anfing, regelmäßig zu regnen, geschah etwas Unglaubliches. Als Kalifornien wieder auf natürliche Art und Weise bewässert wurde, schien die Region wie gesegnet. Das Gebiet war nicht mehr trocken und eine dramatische Änderung fand im See statt. Tatsächlich tauchte das Loch, das Evan Kilkes fand, das ca. 22 Meter breit war, nach den sturmartigen Regenfällen auf. Aber für gewöhnlich tauchen Löcher nicht einfach so aus dem Nichts auf. Es musste eine Erklärung dafür geben. Mittlerweile hatte das massive Loch nicht mehr nur Kilkes Aufmerksamkeit. Jeder, der daran vorbeifuhr, hielt an und bewunderte das Schauspiel mit offenem Mund. Schnell kamen Zuschauer von überall und starrten in das scheinbar bodenlose Loch. Doch als Evan Kilkes weitere Nachforschungen anstellte, konnte er das Rätsel lösen. Letztlich ging er das Risiko mit seiner Drohne ein. Er brachte seine Drohne an den Rand des Sees und war bereit für eine erstaunliche Entdeckung. Sein Herz schlug wie verrückt, als er seine Drohne direkt in das Loch steuerte. Er flog immer weiter rein, doch er konnte nichts Ungewöhnliches finden. Aber als er daraufhin versuchte, mit der Drohne über die Dammmauer zu fliegen, traf es ihn wie aus dem Nichts. Die Lösung lag vor seinen Füßen. Sie war nur ein paar Meter entfernt. Auf der anderen Seite, am Fuße des Loches, sprudelte Wasser heraus. Es erinnerte ihn irgendwie an eine Regenrinne. Ironischerweise hatte die Entdeckung dieses jungen Amateurwissenschaftlers genau dieselbe Funktion. Das geheimnisvolle Loch war nichts anderes als eine von Menschen angelegte Hochwasserentlastung. Bei weiteren Nachforschungen fand Kilkes heraus, dass die Hochwasserentlastung zur selben Zeit angelegt wurde wie Lake Berryessa, der siebtgrößte künstlich angelegte See in Kalifornien ist und ein unvorstellbares Volumen von Wasser enthält. Die Hochwasserentlastung wurde angelegt, um sicherzustellen, dass der See nicht überläuft. Des Weiteren wird so ein zu hoher Druckaufbau verhindert. Aber warum wurde es über 10 Jahre lang nicht entdeckt? Nun, da Kalifornien eine langanhaltende Dürre hatte, war der Wasserstand so niedrig, dass die Hochwasserentlastung lange Zeit ohne Aufgabe war. So wurde die Hochwasserentlastung geschlossen und höchstwahrscheinlich von den meisten auch vergessen. In den meisten Fällen werden Hochwasserentlastungen direkt in die Mauer des Damms gebaut, aber das ungewöhnliche Design hier im Lake Berryessa führte zur Entstehung eines Loches direkt im See. Evan Kilkes veröffentlichte das Videomaterial seiner Drohne auf seinem YouTube-Kanal, der zu dieser Zeit 32.000 Abonnenten hatte. Die meisten seiner Videos hatten ein paar hundert bis tausend Aufrufe. Aber die Aufnahmen der Hochwasserentlastung zog die Aufmerksamkeit von Millionen auf sich. Und trotz der ziemlich einfachen Erklärung fasziniert das Loch immer noch unzählige Menschen. Obwohl das Geheimnis gelöst wurde, fühlen die Menschen immer noch eine seltsame Anziehungskraft, die von diesem Ort ausgeht. Hast du es nicht in Natura gesehen, solltest du es auf jeden Fall besichtigen gehen, falls du mal eine Reise in die USA machst. Geheimnisse zu entdecken und hinter das Rätsel zu kommen gehört wohl zu den interessantesten Dingen.
Was hältst du von diesem Thema? Und kennst du eine ähnliche, scheinbare Anomalie? Wenn ja, dann teile es uns doch mal in den Kommentaren mit. Danke fürs Zuschauen. Falls dir das Video gefallen hat, zeig es mir mit einem Daumen nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.